Herzlich willkommen, in diesem Video geht es um die drei besten Hobelmaschinen. Das High-End-Produkt in unserem Hobelmaschinetest geht an die Schöpach HMS 850. Die HMS 850 von Schöpach ist eine kombinierte Abricht- und Dickenhobelmaschine für anspruchsvolle Heimwerker. Der plangenaue Abrichttisch aus Aluminiumdruckguss sorgt für beste Hobelergebnisse. Zuerst begradigen, dann auf die gewünschte Dicke hobeln mit dem HMS 850 Dickenhobel von Schöpach mit integrierter Abrichthobelmaschine. Das kompakte Gerät mit vibrationsdämpfenden Gummifüßen ermöglicht nicht nur müheloses, sondern auch schwingungsfreies Abrichten und Hobeln. Der in der HMS 850 integrierte Abrichthobel dient zur Herstellung ebener Flächen, insbesondere bei verzogenen und windschiefen Hölzern bzw. zum Abrichten von Brettern, Bohlen oder Kanthölzern. Nach dem Abrichten wird das Werkstück gehobelt. Dafür werden der Abrichttisch und der Absaugstutzen nach oben verstellt. Zwei Heißhobelmesser nehmen bis zu 2 mm an der Oberseite des Werkstückes ab. Die maximale Durchlasshöhe beträgt bei der HMS 850 120 mm. Den besten Preis findest du unten in der Videobeschreibung. Der Qualitätssieger ist die Bosch PHO 2000. Privatanwender entdecken bei den verschiedensten Heimwerkerprojekten zunehmend das Hobeln für sich. Bosch hat für geübte Heimwerker jetzt mit dem Elektrohobel PHO 2000 ein kompaktes und kraftvolles Werkzeug entwickelt, mit dem sich auch anspruchsvolle Holzarbeiten professionell und zuverlässig umsetzen lassen. Durch das patentierte Wutrazor-System mit hochwertigen und schnell drehenden Hartmetallmessern erzielen sie eine herausragende Oberflächenqualität. Damit gelingt nicht nur ein sauberer Spanabtrag, sie ersparen sich auch langwieriges Nacharbeiten. Der Elektrohobel PHO 2000 von Bosch ist perfekt geeignet, um plane und sauber bearbeitete Holzoberflächen zu schaffen. Dank der drei integrierten V-Nuten können Sie zusätzlich die Kanten an Ihrem Werkstück ganz einfach anfassen. Sie möchten ein Fenster oder eine Tür einpassen? Kein Problem. Der Kielbalken eines Dachstuhls muss gehobelt werden. Solch umfangreiche Projekte gelingen Ihnen mit dem leistungsstarken Elektrohobel wie von selbst. Der Preis-Leistungssieger in dem Hobelmaschinetest ist die Jellas Hobelmaschine. Der Jellas Elektrischhobel ist ein ideales Werkzeug für die Bearbeitung hartnäckiger Türen und für alle anderen Arbeiten mit Holz. Die Schnittbreite des Jellas Elektro-Handhobel beträgt 82 mm und die maximale Schnitttiefe ist 3 mm. Ein Knopf oben auf dem Hobel bietet 31 Stufen, um die Tiefe auf bis zu 3 mm einzustellen. Der Jellas Elektro-Hobelmaschine ist außerdem mit dem Staubadapter ausgestattet, der mit dem umkehrbaren Staubschacht kombiniert ist, um Benutzern den Umgang mit losen Spänen zu erleichtern. Die spiegelglatte Aluminium-Bodenplatte garantiert hohe Ebenheit und Präzision. Die Bodenplatte enthält sogar drei V-Nuten zum einfachen Abflachen scharfer Pfostenecken und ermöglicht das Erstellen einer abgewinkelten Phase entlang der Kanten Ihrer Projekte. Der hochwertige Antriebsriemen weist während des Betriebs eine starke Verschleißfestigkeit auf. Wenn dir das Video gefallen hat, würden wir uns über ein Like als auch einem Abonnement freuen.